Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Marsch. Wir werden jetzt auf der Wiese oder ehemaligen Wiese 27 um Kopfkämpfung. Dazu werde ich mal einen Kurs bei den alten löschen. Einen neuen generieren. Das ist nicht ganz so einfach. Das ist schwierig. Sehr schwierig. Ja. Das gehen bis halt. Wir speichern auch nicht ab. Ansonsten werden wir jetzt mal uns um den Boden kümmern. Unseren ersten Boden. Das heißt aber, von hier ist das ungünstig. Gut Deutsch, wir müssen nach vorne an Ecke anfangen. Oder wie war? Naja, wir fahren einfach rum. Querfeldein verrottet nicht. Etwas unschön. Kursplay wird zwar keinen Schaden machen, aber ja, das machen wir nicht. Aussaat. Dün, dün. Erntefeld 1. Später nur noch Feld 15. Ja. Also wir haben halt genug Arbeit. Wobei wir auf Feld 1. Ich hoffe, nicht pflügen müssen, aber auch nicht kalken. Mal sehen. Wir müssen unseren Dings einfahren. Wir werden das erste andere gleich selber löschen, weil die Kurve mag er nicht. Überhaupt nicht. Weil der Zaun ist zu eckig. Das mag Kostler nicht. So. Warum machst du jetzt das? Das verstehe ich nicht. Ach komm, diese Kurse. Nun wollte er auf Feld Dings zurück. Feld 13. Mein Fehler. Dazu müssten wir jetzt eigentlich mal entlassen. Läuft die Ordnung schon? Ja, aber nicht diese. Wir fahren mal zurück.
Weil so, jetzt dürfte das laufen. Erstmal. Hier läuft es auch. Aber hier werden wir nacharbeiten müssen. Ist aber nicht so schlimm. Das sind eher die Felder für kleine Maschinen. Gut aus. Den LKW. Ich brauche den LKW für Abfahren Mohn. Oder den Hänger. Der Hänger ist besser für geeignet. Dann nehmen wir uns einen Traktor im Kleinen. Der Traktor ist besser mit eingefahren. Fronten alles kaputt. Ja, Weizen ist gut. 300. So, Abfahrer Feld 1. Wenn alles täuscht, gibt es da einen Kurs. Na, wer hat denn da den Pfahl hingesetzt, ne? Ah, ist ja auch nicht schlecht, das ist ja auch. So, mal ganz kurz gucken. Schauen. Hey. Garage ist ja auch ein Ding, du. Da ist da ein Laternenpfahl. Da ist doch glattweg ein Laternenpfahl mittendrin im Kurs. Da stehen die Säcke auch im Weg. Ah. Da haben wir uns einfach lassen. So was machen wir halt, ne? Einfach so mal hinbauen und fertig ist es. Und da können wir die Karte ausmachen. Gut, der macht dann was. Ist auch fleißig. Also beim Fendt ist der Kurs ungünstig, nicht mittig.
So, wie weit bist du? Abgeschlossen. Also war ja mal. Ach, fast fertig. Durchdrehende Reifen. Drehe auch gleich durch. Dann wird die Folge zu lang oder zu kurz. Dann dürfte gleich fertig sein. Entlassen. Können wir auch abschließen. Auf Feld 8. Ja, wo ist er denn? Hängt der Arm Dings fest? Ja. Dann werden wir den mal kurz auffüllen. Feld 8 ist ein kleines Feld, ne? 8. Riskieren wir nicht, dann machen wir lieber voll. Schon wieder 7 Uhr. Wahnsinn. Gut, gut, gut. Mit Auflegebereifung. Und der dreht durch. Wie gesagt, die Felder am besten alleine machen. Eine Straße zu früh. Denn öffne mal eine Klappe. Das ein Stromanhänger, da hinten ist der andere. Wir könnten ja eine BGA einfüllen. Aber wir müssen wissen, die Lage behalten für den Fall der Fälle. Denn bis der Mais kommt, ist noch nicht mal ausgesehen. Bisschen einfüllen. Das sollte reichen. So. Jetzt fahren wir schnell zu Feld 8. Das ist so von uns aus gesehen geradeaus.
Ja. Wo kommen wir hier rauf? Hier vorne noch passt. So, jetzt mal gucken. Schauen. Erstmal löschen. Den Fehler machen wir nochmal. Das ist Feld 8. Haben wir nicht. Zweimal. Da können wir 30 machen. Ja. Schnuffi. Feld 8, 30 Meter. Komm hier durcheinander. Gut, dann mach schon mal was. Ich dreh durch. Da schiebt er den voll vorne weg, du. Ich glaub's nicht, du. Muss überall dabei sein. Ich kann doch nicht mal da hinten aufgehört. Das ist ein guter Kaltstoff. Einfach durchfahren ist ja auch nicht. Das ist garantiert von Abladen her nicht entsprechend eingeschert. Dass der Abfahrer zu schnell reagiert. Wenn man nicht dabei ist, ne? Aber mit den Freunden, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr bin gespannt war. Würde mich freuen, noch wieder einschalten. Sag mal danke. Super wäre auch ein Like. Aber Wiedersehen ist auch schön. Dann sage ich Tschüss und Winke Winke. Bis dann. Ciao, ciao.